Ja, Violetta ist nach Mohassul, oder sie ist nicht direkt nach Mohassul gegangen wieder, sondern sie ist vor Mohassul, sie hat an einem Wüstenrennen teilgenommen. Ich hatte ja mal berichtet, dass es Turniere in Al-Jadim gab. Dazu hat beim dritten Turnier auch ein Wüstenrennen gehört, an dem sie teilgenommen hat. Und sie stürzte in diesem Rennen, beziehungsweise sie stürzte nicht nur, sondern sie wurde fertig gemacht von einem Paladin, der ebenfalls teilgenommen hat. Weil sie natürlich beschissen hat. Sie hat da die Nomaden, die Streckenposten waren, umgebracht und hat dann die Marken von denen geklaut. Dankeschön. Hat dann die Marken von denen geklaut, die halt den Reitern anzeigen sollten, ihr habt diesen Punkt tatsächlich erreicht. Und das hat der Paladin mitgekriegt und hat daraufhin ihr kräftig eins verpasst und sie ist komatös gewesen dann daraufhin. Sie wäre vielleicht auch gestorben, sie wurde gerettet von einem Assassinen namens El Mansur und der hat sich um sie gekümmert, bis sie wieder in Ordnung war und hat dann ihr geholfen, in Mohassul Fuß zu fassen. Sie ist daraufhin hier eine, ja, was ist sie geworden? Ich weiß es nicht. Sie hat alles Mögliche gemacht. Sie hat halt ihre Fähigkeiten eingesetzt, um irgendwelche Aufträge zu erfüllen. Und ich habe dann sozusagen GTA Mohassul mit ihr gemacht, wenn man so will. Und ja, sie hat dadurch den reichen Händler Halil kennengelernt, der aber in Mohassul selbst eher ein unteres Glied war, sozusagen. Hier war doch gerade was. Habe ich mir bloß eingebildet, okay. Ja, Halil war zwar ein reicher Händler, allerdings war er eher ein niederer, also war nicht allzu wichtig gewesen in der Politik von Mohassul. Und daraufhin wurde sie, ich glaube noch von El Mansur war das, nicht von Halil, auf einen Ball mitgenommen. So, hier drüben, das möchte ich mal kurz zeigen. Hier oben gibt es eine Truhe. Unmöglich. Für die brauchen wir das Talent Unmögliche Schlösser knacken. Ich glaube, das habe ich noch nie gehabt, weil ich einfach nie so wirklich auf Diebeskunst gesetzt habe. So, schleichen wir uns mal wieder rein. Aber ich glaube, dieser Händler hat keinen Seelenkelch. So, ich glaube, ich weiß, wo noch einer ist. Okay, ja, sie wurde auf einem Bankett mitgenommen und da hat sie kennengelernt, wie die Politik in Mohassul funktioniert. Und zwar ist Gonzales der oberste Herrscher und da besteht kein Zweifel dran. Er benimmt sich auch so ein bisschen wie so ein Alleinherrscher. Und die einzige Möglichkeit für alle anderen Menschen in dieser Stadt, an der Politik teilzuhaben, Einfluss zu nehmen, ist, indem sie Gonzales irgendwie umgarnen und sich für ihn gefällig machen halt. So, ich guck mal kurz hier. Hier dürfte eigentlich nichts, genau. Aber schönes Zelt, muss ich sagen. Schönes Zelt. Die einzige Möglichkeit war eben, sich irgendwie für Gonzales interessant zu gestalten, um Einfluss auf ihn zu üben und damit auf die Politik. Und das funktionierte über diese Bankette, die hat Gonzales regelmäßig durchgeführt. Beziehungsweise, na huch. Beziehungsweise, sie Hey, wurden. du! Was schleichst du hier rum? Entschuldigung, ich speichere mal lieber. Die wurden regelmäßig von irgendwelchen anderen Händlern durchgeführt, die dann Gonzales eben eingeladen haben. Meistens ist dann aber nicht Gonzales selber gekommen, sondern nur einer seiner Bediensteten und hat dann halt dort ein bisschen mit rumgeschaut. Und diese Bankette, da sollten die Leute halt zeigen, dass sie Reichtum besitzen, dass sie ja, sie sollten ihre Herrlichkeit halt irgendwo preisen, so ungefähr. Und es sollte halt den Leuten gefallen und man musste halt zeigen, dass man ein Mann von Welt ist, so ungefähr. Und da war Violetta halt anwesend und dieses Treffen hat dazu gedient, dass sie halt die ganzen Männer dort kennengelernt hat, so ein bisschen, die halt irgendwie was zu sagen hatten. Ja, und ja, genau bei diesem Treffen hat sie Halil erst kennengelernt, den Händler. Und mit dem ist sie dann später in Berührung gekommen. War ja gerade was? Ach so, es war bloß ne Dingens. Schade heißt's. So, wir bräuchten jetzt noch einen Seelenkelch, soweit ich das sehe. Ich weiß bloß nicht mehr bei wem. Ja, so ist sie mit Halil in Berührung gekommen. Halil war eben ein relativ reicher Händler, war sozusagen niederer Adel von Mohassul. Und sie
hat sich dann, oder er hat sehr Gefallen an ihr gefunden. Er war halt schon so mittleren Alters gewesen. Violetta war übrigens so dann in der Zeit, in der ich geschrieben habe, war sie so Mitte 20 ungefähr. So 24, 25 sowas in der Dreh. So bei dir war ich schon, oder? Ja, Masil, bei dir war ich schon. Und sie hat dann was mit ihm angefangen, weil sie halt dachte, darüber kann sie an Einfluss gewinnen. Und ihr Körper hat ihr ja nichts bedeutet. Also sie hat sich ja sowieso hingegeben für jeden, wenn ihr das irgendwie einen Vorteil gebracht hat. Sie war schon eine kleine Hure irgendwo. Und sie ist dann halt näher mit ihm in Berührung gekommen, ist dann so eine Art Konkubine von ihm geworden. Und als Konkubine hat er dann aber, also als sie dann Konkubine geworden ist, da hat er dann aber angefangen, Einfluss auf sie ausüben zu wollen. Wo könnte denn der letzte Seelenkelch sein? Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie auch im Kreis gelaufen, glaube ich. Ja, er hat dann angefangen, Einfluss auf sie ausüben zu wollen. Er wusste übrigens nicht, dass sie eine Schwarzmagierin ist, denn er war ein sehr, sehr großer Magiehasser. Dummerweise hat er es irgendwann rausgefunden. Ich glaube, er hatte sie geheiratet. Hatte er sie geheiratet? Ne, ich glaube, sie war bloß Konkubine. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls war sie eng mit ihm verbandelt und er hat es dann rausgefunden, dass sie eine Magierin ist. Daraufhin hat er sie in seinem Anwesen in einen Raum eingeschlossen, der so konstruiert war, dass er jegliche Magie schluckt. Also sie konnte keine Magie mehr wirken. Vielleicht hier bei Ismail. Sie konnte keine Magie mehr wirken und war eingesperrt. Und da haben wir den letzten Seelenkelch. Und gib den mal bitte. Ja, Seelenkelch. Danke. Damit müssen wir jetzt 5 haben und dann gehen wir mal zurück zu Ramon, hieß er, ne? Ja, und Violetta ist nur dort rausgekommen, weil der Haremswächter Mitleid mit ihr hatte, weil sie halt totsterben so unglücklich war. Und sie hat ihn dazu überredet, Halil umzubringen, als er dann mal auftauchte. Ja, das hat natürlich, ist das nicht unbemerkt geblieben. Und deswegen, nein, ich glaube, sie hatte ihn selbst umgebracht. Ich glaube, sie hatte ihn selbst umgebracht, aber er hat ihr dabei irgendwie geholfen, der Haremswächter. Er hat sie dann wahrscheinlich irgendwie befreit oder hat ihr ein Messer gegeben oder sowas. Und das ist natürlich dann auf den Haremswächter zurückgefallen und sie hat ihn gnadenlos sterben lassen. Sie hat natürlich nichts gesagt, um ihre eigene Haut zu retten. Ja, es ist dann dummerweise trotzdem irgendwie rausgekommen, dass sie damit was zu tun gehabt haben könnte und so wurde sie dann verdächtigt. Allerdings konnte der Verdacht nie bestätigt werden und dadurch ist sie reich geworden und hat sein Imperium sozusagen, sein Handelsimperium geerbt. Und damit hatte sie Geld und ist dann selbst einflussreich in Morasul gewesen. Und damit reden wir erstmal mit Ramon, bevor ich dann weiter erzähle, was mit ihr in der Folge geschah. Hier, da hast du die Seelenkelche. Ha! Du bist klasse! Du hast was drauf! Gratuliere! Hier, ich gebe dir schon mal etwas Gold. Bis ich mit den Dingern wieder bei den Händlern aufkreuzen kann, muss erstmal eine Zeit vergehen. Sollen die erstmal ein wenig schmoren? Na, ich hoffe doch, da kommt noch was. Wobei 3000 Gold schon mal ganz geil sind. Da fehlt dann halt mit dieser Mondklinge zum Vergleich dazu, fehlt dann irgendwo die Relation, finde ich. Also, dass man hier 3000 kriegt und für die Mondklinge kriegt man bloß 600, da lohnt sich das einfach nicht. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ich will noch mal kurz hier gucken. Ich wollte doch ganz gern die schweren Schlösser knacken können. Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Ja, wie viele Lernpunkte? Ach so. Ach so, natürlich, ich habe doch alles ausgegeben. Das habe ich ganz vergessen. Hier, ja. 5 Lernpunkte haben wir noch übrig, stimmt ja. Okay, und wir haben noch ein Stück, bis wir wieder die nächste Stufe erreichen. Oh, wir sind ja schon Stufe 40, ja meine Güte. Gut. Dann komme ich mal dazu, was mit Violetta geschah. Sie hat dann halt sich dort eingerichtet und hat dann auch, sie hat übrigens in der Zeit auch... Sie hat in der Zeit übrigens auch ein bisschen schmutzige Jobs gemacht, natürlich viele schmutzige Jobs gemacht, weil sie sich nicht zu schade war dafür. Wir schlafen übrigens mal, wir gehen mal schlafen. Und sie war dann halt einflussreich und hat dann daraufhin das ein bisschen ausgekostet. Zwischendurch waren natürlich noch viele Querelen, dass sie dann halt mal gefangen genommen wurde von irgendwelchen Räubern und ist dann nach Myrtana geflüchtet, dort ist sie... Weil sie eine arme Bettlerin war und irgendwie Probleme mit ihrer Magie hatte, sie einzusetzen, ist sie irgendwie nicht von der Stelle gekommen und hat dann bei irgendeinem Bauern angefangen, dort bei ihm zu arbeiten. Der war allerdings ein Arschloch und hat sie dann natürlich vergewaltigt, wie es halt so ist, ne?
Und den hat sie dann irgendwann auch umgebracht, als es ihr zu, was heißt zu viel wurde, aber als sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Und sie ist halt im Prinzip immer so gewesen, dass sie viel wollte und dadurch letztendlich in der Abhängigkeit von irgendjemandem gelandet ist, beziehungsweise die Gnade von irgendjemandem benötigt hat, um dann vorwärts zu kommen, beziehungsweise jemandem gefallen musste oder jemandem dienen musste. Und der hat sie dann meistens missbraucht und ausgenutzt. So lief es eigentlich immer bei Violetta. Und dann schien sie endlich mal was zu haben. Doch dann kamen die Innosler. Ja, das Mirtanische Reich eroberte Varant und daraufhin war es natürlich schlecht, ein Schwarzmagier zu sein. Weil, ja, Schwarzmagier und Innosler vertragen sich nicht so gut. Und es kam dann gerüchteweise raus, dass Violetta eine Schwarzmagierin war. Und daraufhin hat der neue Wachmann von Morasul gesagt, wir bringen dich um, auf den Verdacht hin alleine schon, dass du eine Schwarzmagierin bist, Todesstrafe für dich, es sei denn, du schwörst Belja auf der Stelle ab und gehst in ein Kloster Innos, um, ja, um dem halt zu dienen und um Buße zu tun sozusagen. Also sie sollte als Ordensschwester einem Innos-Kloster beitreten oder einem Kreis der Feuermagier, um dort als Novizin zu arbeiten. Der Gedanke dabei war nämlich, das war das Hinterlistige, der Typ, der Gardist oder der Chef der Garde in Morasul, der hat sich an ihr bereichert, denn sie war ja reich gewesen und sie wurde dadurch dann enteignet, dass sie hat natürlich das Leben gewählt und ist dann nach Thorniara auf Argan geschickt wurden, damit sie möglichst weit weg ist und ja nicht Rache üben kann. Und sie ist komplett enteignet worden damit. Und das Geld hat sich der Chef der Wache selbst in die Tasche gesteckt. Und so ist sie in Thorniara im Kloster gelandet, wo sie erstmal große Probleme hatte. Nein, hatte sie gar nicht, fällt mir gerade ein. Es war nämlich so, ich rede gleich weiter, ich habe so viel gequasselt, ich mache jetzt erstmal hier die Arena und während der Arena erzähle ich dann ein bisschen. So, Felipe. Ah, ein neues Gesicht. Ich bin Felipe und leite die Arena. Ich bin interessiert an Ruhm, Ehre und Gold? Dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ach Leute, ihr mal mit euren schönen Anspielungen, dass er seinen Namen sagt. Was sind die Regeln? Du kaufst bei mir einen Kampfpartner. Gewinnst du, bekommst du das Doppelte zurück. Und für den Champion gibt's die Mondklinge. Das klingt sehr verlockend. Was genau ist die Mondklinge? Der große Preis für den Champion der Arena. Das weißt du nicht? Pah! Ich kann dir versichern, das ist die wohl begehrteste Waffe, die du hier in Morasul finden wirst. Selbst Gonzales, der mächtigste Mann der Stadt, würde die Mondklinge gern in seinem Besitz wissen, möchte ich wetten. Ach was. Gut, dann wollen wir doch gerne mal. Och, bloß 100 Gold ist ja süß. Ich bin bereit, ich will kämpfen. Darauf bin ich gespannt. Kommt in die Arena, dort tritt nun an der Herausforderer, der Fremde aus dem Norden, gegen den bekannten, gefürchteten und allseits verehrten Paladin. Der Paladin. Was muss ich jetzt tun? Wenn du nicht kneifen willst, musst du in die Arena gehen. Der Paladin wird dort auf dich warten. Verlässt du die Arena, bevor der Kampf vorbei ist, hast du verloren. Klar? Klar. Dann beweg dich. Gerne, gerne doch. Mit dem Paladin haben wir noch gar nicht geredet. Das finde ich sehr witzig eigentlich. Der Paladin sieht nicht allzu paladinisch aus von der Rüstung her. Wenn wir uns jetzt mal hier von oben den anschauen. Sieht nicht gerade nach einer Paladin-Rüstung aus. Das liegt daran, dass er auch kein Paladin ist, sondern er wird bloß so genannt, der Dramaturgie halber.